Guck am besten auch bitte gleich mit in den Stream rein und sag mir, ob es vom Sound ganz gut so passt. Und wir dürften nun live sein. Denke ich mir mal. Noch nicht. Aber okay. Ja, das sieht aus, als wären wir live. Hallo! So. Kann ich das kurz machen? Aloha, Löhle. Wunderbar. Na, ich glaube, man hört es ganz gut. Genau, jetzt könnt. Als allererstes sofort. Wie ist der Sound? Markus Stimme zum Spiel, zu meiner Stimme. Ich glaube, das Spiel ist jetzt mittlerweile vielleicht ein bisschen zu leise. Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich glaube, da habe ich doch ein bisschen zu viel runtergedreht. Hier steht Markus lauter. Alles was? Super, passt wunderbar. Markus noch lauter. Ja, das Spiel ist leise, das habe ich auch das Gefühl. Wo haben wir das denn? Ne, Moment, das war nicht das Spiel. Da war das Spiel. Wo kann ich das Spiel nochmal einzeln? Markus Bast. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, so dürfte das Spiel jetzt ein bisschen lauter geworden sein. Ich weiß jetzt nicht, ob Markus auch direkt mit lauter geworden ist. Ja, das kann man ja testen. Also ich rede es einfach mal weiter. Genau, testet ihr mal rum. Spiel ist besser, okay. Markus am besten so laut drehen, dass er wirklich wie ein Drache klingt. Ja, wieso auch nicht? Perfekt, geht so, passt so. Was sagst du, Markus, wenn du jetzt einmal kurz reinschaust? Oh Gott, warte mal ganz kurz, ich muss mal hier das lauter machen. Dann kannst du auch nochmal deine Meinung dazu sagen. Wenn du mal ruhig wärst. Ich kann mich auch selber noch ein bisschen lauter stellen. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen leise. Mhm. Okay. Und Firefox sagt mir jetzt, dass Firefox 25.0.1 verfügbar ist. Und ich sollte es doch jetzt mal runterladen. Gerade nicht, Firefox. So bin ich jetzt lauter. Ich weiß nicht. Also nochmal jetzt an alle. Ist der Sound so in Ordnung gerade? Oh Gott. Der Soundlag ist aber echt mal... nicht gerade schön, aber ich werde wohl damit leben können. Na gut. So, dann willkommen zum Stream. Heute wollen wir One Piece Pirate Warriors 2 spielen, wie man es vielleicht schon sieht. Wie man es auch im Stream sieht, ja, da unter mir. Was? One Piece? Ich dachte, wir spielen Hello Kitty Online. Das Mann. Kommt doch danach erst. Jetzt hast du die Überraschung verdorben. Jetzt muss ich hier One Piece mir antun. Also, ich habe jetzt hier unter mir, unter der Cam, den Chat mal rausgenommen, da man die sowieso nie lesen kann. Von daher haben wir jetzt da stehen das Projekt, dass wir bei Live-LP sind und ganz unten noch... Das Beste natürlich, den Markus mit dabei. Hallo. Ihr denkt euch einfach mal diesen Avatar, wie er euch zuwinkt. Hallo. Ich mache das heute alles irgendwie mit meiner Stimme, dann werde ich das euch erklären, was ich gerade mache, damit ihr euch das bildlich vorstellen könnt, was ich auch wirklich gerade mache. Das klingt interessant. Das klingt irgendwie verwirrend. Ich habe mich gerade selbst unterm Reden verwirrt. Gut. Beste Voraussetzungen. So, also, was wir heute vorhaben. Ich kann es mal kurz zeigen. Wir wollen hier so ein paar S-Ringe holen in diesen ganzen Episoden, wo wir... Ich finde es nebenbei sehr schön. Ich habe in jeder Episode ein A. Und zwar durchgehend. Aber sehr kein gut. Einziges S. Doch, im Prolog. Ja, die habe ich in den letzten beiden Folgen, die heute kamen, nachgeholt. Ach so. Und in allen Freundes-Episoden, wo kein S steht, außer bei denen, wo neu dran steht... wird auch noch ein S-Gang versucht zu holen. Da habe ich sogar ein paar Bs. Oh, mir fällt's gerade auf, dass du sogar meinen Namen in der One Piece-Schrift geschrieben hast. Natürlich. Ach, super, das finde ich ja voll genial. Aha. Alles nur für dich.
So. Werd gleich rot. Womit wollen wir heute anfangen? Mit der Hauptepisode oder mit Freundesepisode? Ich kann das ja mal so ein bisschen abwechselnd machen. Das einmal hier, einmal da. Ich kann von vornherein sagen, es wird nur Kusan kommen. Einfach nur, weil damit er auch gelevelt wird. Er ist zurzeit der höchste Charakter. Von daher, damit ich die anderen im Endeffekt nachziehen kann durch den Berry Shop oder durch das Berry Wachstum, wird nur Kusan heute benutzt. Mit dem komme ich auch am besten klar. So, was haben wir? Freunde, Freunde, Haupt, Haupt, Haupt. Freunde, Freunde, Haupt, Freunde, wow. Okay, da ist gerade da ziemlich, ja, schaut gleichmäßig ziemlich nach Freunden aus, hätte ich jetzt gesagt. Die anderen Charaktere werden erst im Let's Play dann weiter benutzt. Jetzt geht es ja nur darum, dass die alle noch ein bisschen gelevelt werden und danach können wir wieder ein bisschen andere Charaktere. Hallo, Skappa 117. Also, ich glaube, was ich jetzt so mitgekriegt habe, sind die meisten für Freunde. Okay, dann fangen wir mit den Freunden an. Und neuen Freundeslogs, ne, die habe ich freigespielt, als das Spiel durchgespielt habe. Die kamen alle auf einmal dann. Einfach mal. Okay, wir fangen mit Freunden an. Wer ist denn der nächstschwächste? Chopper, Level 10. Ja, das klingt gut. Das sollte ich mit meinem Level 31 Kusan gerade so noch schaffen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nur Ice Time kommen, weil damit treffe ich die meisten. Ich muss das spammen. Und wir werden natürlich alle Cutscenes überspringen, weil die kennen wir ja schon alle. Also es wird vor allem jetzt erstmal nichts Neues kommen in diesem Stream. Es werden nur die ganzen alten Sachen gemacht. Die neuen Sachen kommen im Let's Play. Aber dafür sind ja wir da, um euch zu unterhalten. Genau. So, Münzen habe ich hier schon neu ausgewählt. Ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt. Ich glaube, das ist somit das Höchste, was ich gerade machen kann. Mit den Sternen. Ich glaube, irgendwann kommt noch eine sechste Reihe dahinter. Deswegen habe ich hier schon mal ein paar Münzen hingesetzt, mit denen ich auf jeden Fall noch was machen könnte. Möchtest du mir das mal erklären? Weil ich habe da nämlich überhaupt keine Ahnung. Ich sehe das gerade zum ersten Mal. Ja, mit den Münzen, je nachdem, wo du sie reinpackst, kannst du hier ganz oben dein Leben, dein Angriff und deine Verteidigung erhöhen. Und wenn die so ein Symbol extra dafür haben, geben die noch einen Zusatzstern drauf. Und wenn du sie mit daneben eine Münze legst, die auch damit irgendwie einen Bezug hat, zum Beispiel hier Brook und seine Gitarre, gibt das nochmal für beide Münzen nochmal einen Bonusstern drauf. Oh, okay. Und so erhält man durch große Kombinationen. Du siehst jetzt, zwischen jeder Münze besteht eine Verbindung. Aha. Und dadurch habe ich im Endeffekt, also guck mal, wenn du mal, im Endeffekt sind das sind alles, hier oben sind alles Dreiermünzen, sprich aus drei Dreiermünzen, 15 Punkte habe ich im Endeffekt 25 gemacht. Oh, nett. Sehr schön. Hier sind es 3, 4, 3, 2, 4, ja, 3, 4, 3, 2. Hast du schon alle Münzen bekommen, oder? Ich habe nicht mal die Hälfte. Ah, okay, gut. So, und ich wollte jetzt bei den Fähigkeiten Sachen nehmen, die Verteidigung erhöhen. Einfach mal, damit ich noch weniger Schaden bekomme. Markus, hast du schon von One Piece Unlimited World Red gehört? Ja, nein. Das ist mehr oder weniger das, was in Japan, glaube ich, bald rauskommt. Okay. Nochmal für den 3DS. Ach so, also nochmal ein Remake oder wie? Ich weiß nicht genau, wie das da ist. Ich habe mir noch nicht so viel dazu angeschaut. Angriffskraft. Nee, ich möchte nicht an. Verteidigung. Wird alle 500 leicht erhöht. Verteidigung steigt, wenn die Gesundheit sinkt. Nee, das möchte ich auch nicht. Ich brauche irgendwas, was einfach nur die Verteidigung dauerhaft erhöht. Hä? Moment mal. Ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Stärke des Anführers. Die Angriffskraft steigt mit zunehmender Territorien deiner Armee. Körper des Anführers. Die Angriffskraft steigt mit der Vergrößerung des Territoriums deiner Armee. Na gut, hier wird es mäßig erhöht, aber es ist trotzdem eigentlich im Endeffekt genau der gleiche Effekt. Ich glaube, hier sollte eigentlich Verteidigung stehen. Weil es unter den Verteidigungssachen ist. Na, aber du kennst ja, Angriff ist die beste Verteidigung. So, und ich soll auf jeden Fall auch schnelles Aufladen auf jeden Fall mit reinnehmen. So, Schaden an eingefrorenen Gegnern. Ich glaube, den kann ich mal rausnehmen. Hallo, Balloni. Ballo. Ich nehme nochmal Körper des Anführers. Inga, 99. Mir geht's gut, danke. Der Nachfrage. Ich hoffe, dir auch. Und Körper des Helden, so. Schauen wir einfach mal, ob das so passt. Wen nehmen wir denn als Freund? Das darfst du jetzt entscheiden. Die kann man zwischendurch im Kampf eine Zeit lang kurz einsetzen, um einfach mal so ein bisschen mehr Schaden rauszuhauen. Dann möchte ich einfach, weil es ziemlich passt, Ace. Dann nehmen wir Ace als Freund. Also Feuer und Eis. So, los geht's.
So, ich hoffe mal, das stört mich jetzt gerade selbst nicht zu sehr, dass der Sound ein bisschen versetzt ist. So, wollen wir nochmal schauen. Wir müssen als allererstes. Es verbleiben 15 Minuten. Und wie schnell musst du es machen? Ich habe keine Ahnung, wie schnell. Ich darf nur fast keinen Schaden bekommen. Ah, okay. Okay, ich darf mich jetzt nicht mehr auf mein Gehör verlassen, um Ice Age einzusetzen, sondern muss mich auf das Bildliche verlassen hier. Wie viel Schaden du damit machst. Ja, komm, das ist eine Level 10 Mission, ne? Ich bin Level 31. Trotzdem. Ah, verdammt. Wie viel musst du besiegen? Mindestens 1200. Wir sind jetzt bei 200. Und ich glaube, das Aufladen von Ice Age wird nicht durch die eine Münze beschleunigt. Missionsbeginn. Schalte den feindlichen Truppenführer aus. Oh, da lag eine Münze rum. Oder habe ich das gerade falsch? Nee, da lag eine Münze rum. Die nehmen wir mit. So, jetzt musst du mir nebenbei mal wieder den Chat vorlesen, weil ich hier noch ein bisschen aufs Spiel, wenn irgendwelche Fragen kommen. Ich war jetzt auch gerade ein bisschen auf dem Spiel fixiert, weil es doch ist eigentlich das erste Mal, wo ich das richtig sehe. Ja. Welche Charaktere findest du das am coolsten? Ja. Von dem Spiel hier? Mhm. Auf jeden Fall Kusan mit drin. Einfach mal, weil der ziemlich reinhaut. So, jetzt habe ich erstmal einen kleinen Verteidigungsboost bekommen. Ja, geh weg. Moment. Einfach mal ein Special hier rein. Der Stream kommt auf YouTube oder nicht? Natürlich. Der wird dann auf jeden Fall nochmal hochgeladen. So, einfach nochmal ein Special, um die wegzuhauen. Ach, das ist sogar der Anführer da vorne. So, Territorium eingenommen. Damit. Was werden eure nächsten Projekte? Jan, fang du mal an. Morgen kommt direkt ein neues kleines Projekt. Aber ich sag noch nicht, was es ist. Da kann man ja wohl noch einen Tag warten. Langweilig. Warum verrätst du das nicht? Weil man es morgen eh sehen wird. Den einen Tag können die Leute ja noch warten. Mein nächstes Projekt beginnt nächsten Freitag. Wenn es denn rechtzeitig kommt. Sollte doch, oder? Ja, ich hoffe. Ich hoffe doch. Und das wird Zelda Link Between Worlds sein. Worauf ich mich schon richtig freue. So. Zack. Und haben wir noch einen Special ins Gesicht. Was? Dumme Nami. Natürlich fällt sie genau in dem Moment hin, wo ich sie gerade einmal draufhauen möchte. So, nebenbei, du siehst gerade, wir sind so ein kleines bisschen im Logia-Modus, sag ich mal, ne? Das ist dieser Style-Action, den jeder Charakter beherrscht. Wow, das sieht geil aus. Man ist einmal ein bisschen schneller, ein bisschen stärker. Und wenn man die Freundesleiste voll bekommt, kann man den Charakter, den man als Freund mitgenommen hat, rufen. Der dann auch nochmal so ein bisschen reinhaut. So, ey, ist bei mir. Ja. So, und wenn das die Freundesleiste ausläuft, kann man auch nochmal einen Special reinhauen. Wo die beiden halt mehr oder weniger zusammen einmal angreifen. So, ich muss mal noch die feindlichen Truppenführer ausschalten. Ich sollte... Nein, ich habe mir noch nicht den 3DS dazu geholt, weil ich möchte das Spiel ja auch Let's Playen und dementsprechend wird sich das gerade noch nicht so lohnen. Mal schauen. Vielleicht hole ich mir noch. Guck ich mal. Mhm. So, ich hoffe mal, ich habe jetzt nicht schon zu viel Schaden bekommen, weil ein bisschen was habe ich jetzt schon aufs Maul bekommen. Markus will das Spiel nun auch. Ja, ich will dieses Spiel haben, aber es ist mir noch zu teuer. So. Ich würde gerne Pirate Warriors 1 zuerst spielen und danach das 2. Wow. Weißt du, ich will gerade meine dickste Spezialattacke auf den Gegner vor mir draufhauen. Und was ist? Meine Kollegen hier hauen einfach den Gegner weg. Raus aus der Spezialattacke erstmal. Oh, eine Giftkugel. Ja, ich habe einen 3DS, aber ich habe noch keinen 3DS XL. Ich hab nächste Woche einen. Und es ist schon angenehmer, auf einem XL zu spielen, muss man ganz ehrlich zugeben. Das weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch nie bisher wirklich auf einen XL gespielt, so richtig. Ich hatte zwar den einen oder anderen in der Hand und weiß, der liegt schön in der Hand, aber so richtig damit gespielt habe ich noch nicht. So. Da vorne. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht schon zu viel Zeit vertrödelt. Ach komm, brauchen wir erstmal ein Special hier in die Menge. Wir werden im Moment, was Spiele angeht, sowieso richtig verwirrend von Tales of Zelda. Ach, das freut uns. Mhm. So. Jan, wie findest du One Piece Unlimited Adventure? Das ist der Vorgänger zu
Unlimited Cruise, glaube ich. Hupala, das habe ich eine falsche Attacke. Wow. Ich sollte vielleicht auch ein paar andere Attacken auch verwenden. Da sind ein paar schöne dabei, so vor allem für die Entfernung. Es gibt einen Vorgänger zu Unlimited Cruise? Ich sag mal einen geistlichen Vorgänger. Es ist im Endeffekt das gleiche Prinzip, nur anderes Spiel halt, ne? Okay. Ja gut, Unlimited Cruise 1 und 2 haben sie jetzt auch nicht so. Ja. Das ist halt mehr oder weniger das gleiche Spiel, sag ich mal. So, ich muss jetzt erstmal nach unten. Ich muss immer noch einen Truppenanführer da unten ausschalten. Und ich habe schon fast alle K.O.s für den S-Rang zusammen. Was sind eure Lieblings-Pokémon der 6. Gen? Das kann ich noch nicht so hundertprozentig sagen, weil ich die 6. Gen bei Weitem noch nicht durch habe. Im Moment mag ich... Quajutsu auf jeden Fall mit dabei. Psiao sehr gerne. Psiao finde ich voll süß. Ja, Psiao ist auch niedlich. Es ist so niedlich. Felinara ist auch genial, finde ich. Mhm. Ich mag Felinara. So, den Piraten-Captain da hinten müssen wir noch ausschalten. Wann macht er? Da ist er doch. Du brauchst auch, glaube ich, noch Pilze, oder? Was brauche ich? Warum? Ja. Chaos. Naja, 50 Stück noch. Aber solange ich Chopper nicht besiege, ist eh noch nicht vorbei. Von daher. So, wir haben die 1200. Und auf zu Chopper. Das ist meine wahre Stärke. Choppers wahre Stärke! Ja, ich glaube, Chopper werde ich gleich gut massakrieren mit meinem Style einfach. Der kriegt gleich voll aufs Maul. Das hört sich so, weiß nicht, so ghetto-mäßig an. Hey, guckst du meinen Style? Ey, yo, ich hab Style, ich bin Cousin. Ich bin voll krass Cousin, ey. Cousin in der Hut. Heute sind wir Cousin in der Hut. Mit unserem dicken Style. Oh ja. Mal gucken, wie lange Chopper überleben wird. Oder sind in dem Spiel viel mehr kleine Gegner als im ersten Teil. Naja. Ich möchte da ganz gerne meinen besten Kumpel zitieren, der gesagt hat, Pirate Warriors 1 ist One Piece mit ein bisschen Dynasty Warriors und Pirate Warriors 2 ist Dynasty Warriors mit ein bisschen One Piece. Ja, da mag er doch ziemlich recht haben. So, gewonnen. Kampf vorbei. S, yes! Eine weitere S-Münze mehr. Das ist cool. Was bringt es dir, wenn du dann S-Rang machst? Ich bekomme eine Goldmünze von dem Charakter. Ah, also kriegst du jetzt eine Gold-Chopper-Münze. Genau. Und je öfter du eine Münze bekommst, desto höher levelt sie. Dabei können Bronzemünzen bis zu 3 Sternen, Silber bis zu 4 und Gold bis zu 5. Sprich, du musst jetzt diese Mission immer und immer und immer wieder machen. Und also die fängt dann direkt bei 3 Sternen an dann. Und wenn ich sie jetzt noch 2 machen würde, ich direkt eine 5-Sterne-Münze davon. Ah, okay. Also die Goldmünze einfach dazu, die kannst du höher leveln als die anderen. Mhm. So. Bedeutet mehr Bonis für dich. Jo. Aber du musst die gleiche Mission öfter spielen. Jo. Okay, gut. Dann so, mal sehen. Ace bekommt noch ein Level Up und ist auf Level 6. Na, siehst du? Habe ich gewusst. Hat uns 10.000 Berry gebracht. Mal gucken, haben wir welche Münzen? Habe ich auch gewusst. Wir haben sogar 3 neue Münzen insgesamt jetzt. Okta, die Flagge von Chopper, die alte. Ja, und Chopper selbst natürlich. Perfekt. Dann noch kriegst ein paar... du die Gold-Chopper-Münze nur bei der Mission oder kannst du die jetzt auch irgendwie anders noch kriegen? Ich glaube, die bekommt man echt nur durch die Mission. Wobei, das weiß ich gerade nicht. Frage an den Chat für die Wissenden. Kann man die Goldmünze nur über die Freundesmission oder über die Freundesloks bekommen oder kann man sie auch anders bekommen? So. Wer ist eurer Meinung nach der nervigste und unnötigste Charakter in One Piece? Nein, ich kann ihn nicht benutzen hier. Zorro. Zorro ist mein, ja, ich sag mal, meine Ausweichmethode. Mit ihm kann ich auch S-Ringe holen. Also, wer ist der nervigste und unnötigste Charakter in One Piece? Gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Ja. Ich weiß es nicht. Wie heißt er denn? Foxy? Hey, Foxy ist cool. Wie heißt denn der mit den Metallfäusten? Metallfäuste? Ja, der immer so Art Schlagringe
in die Hände hat, der damals von Sanji aus dem Lokal geschmissen worden ist. Ah, Eisenfaust. Ja, ja, hat er noch irgendwie einen anderen Namen? Full Buddy, genau, Full Buddy. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, ich hab's nicht gesagt, das hat der Chat gesagt. Ach so. Nehmen wir das noch mit rein. Einfach mal alles, um die Verteidigung zu erhöhen. Wen nehmen wir als neuen Freund mit? Als neuen Freund? Wer ist denn der beste Freund für Zorro? Jetzt sag nicht Sanji. So, ich weiß, du wolltest Sanji nehmen. Ja. Dann will ich Falkenauge. Haben wir schon fast gedacht. Aber ich glaube, Falkenauge ist sogar ganz gut. Ich meine, ja, uns fehlt noch seine Münze, seine Silbermünze. Die Silbermünzen bekommt man unter anderem dadurch, dass man die als Freund levelt. Okay. Und ihm fehlt auch nicht mehr viel bis zur Silbermünze. So, das muss ich jetzt mal gucken. Wir müssen jetzt hier nebenbei die Geheimnismünzen noch bekommen. Die bekommt man unter bestimmten Voraussetzungen. Ich erinnere mich, das ist die Mission. Da habe ich die Geheimnismünze gesehen, nachdem ich die Mission quasi geschafft habe. Da kommen noch ganz viele so ein bisschen Gespräche. Aber du kannst nicht mehr angreifen. Und ich konnte nicht mehr die Truhe öffnen, in der Geheimnismünze drin war. Da sehe ich die Truhe vor mir und ich kann sie einfach nicht öffnen, weil ich sie vorher nicht bemerkt habe, bevor die Mission vorbei war. Sehr gut. Kein Wunder, dass ich Kusa nicht nehmen kann. Er ist hier der Boss in der Stage. Oh, okay. Okay, dann wollen wir mit Zorro hier ein bisschen loslegen. So, welche war denn das war die gute Attacke von Zorro? Na gut, alle Attacken von Zorro sind gut. Oh ja, das sieht so mächtig aus. Oh, ich liebe Zorro. War das? Zorro ist so cool. Das ist die Attacke, die ich gesucht habe. Zorro ist so cool. Ja, nimm beide Flanken ein. Genau, die Attacke wollte ich machen. Ja, ich glaube, das sieht gerade ziemlich gut aus, was ich hier mache. Ja, der Anführer ist schon da. Oh, das ging schnell. Habe ich schon so viel hier eingenommen. Ach komm, Special! So, erstes Gebiet eingenommen. Perfekt. Auf zum nächsten. Moment. Wer Zorro auch am coolsten findet, gibt einen Daumen nach oben. Wie? Ja, das war jetzt. Ne? Welche hat die coolste und nervigste Lache? Ich fand die von Whitebeard ziemlich cool. Und die von Perona fand ich auch irgendwie witzig. Die coolste und nervigste Lache. Ich fand die coolste Lache war von dem Riesen bei Robins Insel. Das Name mir wieder gefallen ist. Ja. Der hat auch eine interessante Lache. Wobei die von Blackbeard klingt aber auch cool. Oh, hier ist aber auch eine schöne Party angesagt. Machen wir direkt mal mit Style. Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Ja. So kann man es auch machen, sehr gut. Wow. Moment, ich hab doch sicher. Genau. Schieß Sanson. So, und Special. Schwarzer Lasso-Tornado. Ich muss sagen, Falkenauge ist ein ziemliches Kombo-Monster in diesem Spiel. Während alle anderen maximal eine Combo von 5 machen können, kann er eine Combo, glaube ich, von 15 machen. Indem ich einfach nur eine Taste die ganze Zeit hintereinander drücke. Sehr gut. So. Falkenauge ist auch cool. Oh ja. Der so. Machen wir Style wieder voll. Gucken wir hier noch eine Top 10 in One Piece. Also komm, frag doch nicht bitte solche unfairen Fragen. Da müsste ich nachdenken und zwar lange für. So. Da könnten wir mal ein Video von machen. Wie gesagt, also müsste ich echt lange drüber nachdenken, wer da meine Top 10 sind. Dazu gibt es einfach zu viele geile Charaktere in One Piece. Wow, was ist hier los? Laufen die alle gerade zu einer Party und ich bin nicht eingeladen, oder wie? Vielleicht. So, 50 K.O.s mal eben geholt. Einfach nur, weil die gerade vorbeigelaufen sind. So, 500 K.O.s, das heißt, unsere Verteidigung ist ein bisschen erhöht. Ich weiß gerade eigentlich gar nicht, was ich machen soll. Das ist wieder so die Sache. Ich mache die Mission so schnell teilweise fertig, dass ich dann einfach die Folgemission noch gar nicht habe. Das war im ersten Teil öfters mal der Fall. Ich finde es cool, dass du die... Was ist denn hier eigentlich das Maximallevel? Weißt du das? Keine Ahnung. Ich glaube 50. Oder 100 vielleicht sogar. Ich
Ich habe keine Ahnung. Ich spiele das Spiel ja im Endeffekt blind, von daher. Hättet ihr lieber eine Logia, Paramecia oder Zoan Teufelsfrucht? Ich fände Paramecia noch am interessantesten. Einfach mal, weil es jetzt nicht direkt instant overpowered ist.